So. Hat einer von euch, die nach hinten decken, Richtung Schloss, auch eine Sniper? Ja. Weißt kannst du mal gucken, Richtung ob Schloss du auf den Dächern was runterholen kannst von dort? Von dem Schloss? Ja. Kann da nicht hingucken, ich habe direkt einen Wurm in der Fresse. Ja, ja, deswegen, das sollen ruhig die anderen machen. Sollen auch ihren Spaß haben. Und wie gefällt dir der Baum? Hässlich. Ach, deine Bäume sind schwach. So prinzipiell droppen auch die NPCs hier, aber da muss man schnell genug sein, bevor es despawnt. Ist, denke ich, heute noch nicht so relevant, da mal reinzugucken. Ja, meistens PKPs oder SAs in der Hand, gelegentlich auch SVDs. Ja, PKP wäre geil, ja. Oder nee, nicht PKP. Was sind das? PKMs, sorry. Ich hoffe, nichts. Ja, muss nicht. Also wenn du guckst von dir aus ganz rechts auf der Spitze, müsste zum Beispiel einer stehen. Aber ich weiß nicht, ob du Sicht kriegst von hier. Also ich krieg den hinteren zweiten Gunner-Ding nicht weg. Der ist zu weit weg, der ist im Nebel verschwunden. Ja, der ist auch nicht relevant. Den machen wir nachher, wenn wir drüben sind. Wer hat denn hier noch 4 in der Hand? Bei weitem nicht alle Fußpatrouillen hier. Wer hat denn da gerade geschossen? Mit der M4 und dem ARCOG. Das war wahrscheinlich bei mir wieder eine Schussauslösung. Ja. Kannst froh sein, dass da ein Balken im Weg war. Ja, ich geh mit erstmal weg hier wieder. Ah ja, alles easy. Reingetappt. Ist gleich, Alter, die Nerzen uns gleich übelst aus dem Wald, ey. Ne, aus dem Wald nicht, aber ich würde mal sagen, da momentan noch keine Action ist, gehen wir mal langsam vor, und zwar gucken wir, dass wir Richtung hinter die Hangars, ja, 75 Grad laufen und hinter den Hangars mal rasten. Wir müssen aufpassen, wie gesagt, in den Tannen werden NPCs drin stehen. Schauen wir mal, ob die Leute verlieren. Habt ihr sowas gemacht wie einer mit Backup hinten am hier drin? Ja, die ganz hinten laufen, decken euch mal nach hinten. Oh, Moment, schauen wir mal nach Norden. Nee, ich meine, einer bleibt hier drin und schießt da nach Hangar, wenn da was kommen sollte. Können wir eigentlich machen. Lassen wir mal zwei Leute mindestens hier stehen. Reichel und wer auch immer noch nach hinten gedeckt hat, macht ihr das mal. So, da zielen Leute auf uns von Norden. Lass die mal wegholen. Leute nach Norden gucken, bitte. Warte, ich muss erstmal durch vorbei. Norden bitte. Ist da, wo das Flugzeug hinzeigt, ne? Genau. Ist da, wo der Kopf was hier zeigt. Okay. Ja, gut. Da hätte ich ja selber drauf kommen können. Kennen die denn? Das sind drei Leute. Da müssten gerade wer hinter den Gebüschen sein. Auch. Ja, ich sehe zwei. Ich sehe gar nichts. Hinter den Gebüschen? Drei. Da kommt einer von links am Baum. Ich sehe sie. Oh, links kommt verdammt viele, gell? Peter, sind das wohl? Oh, da sind sie. Drei da hinten. Vier. Vier. Einer. Okay, Feuer frei. Ich hab mein Waffen von irgendeinem Gesicht. Da hinten hat sich hingelegt. Zwei. Ah, ich sehe. Ich sehe den einen hinten nicht mehr. Oh. So, ein, zwei Leute könnten sich wieder nach rechts drehen und bitte auch wieder Richtung Hangars ziehen. Wir sind gerade auf offenem Feld. Guck ich gerade. Gut. Oh, da kam ein Schuss gerade an. Da hinten bei der Seite ist noch einer. Nord. Zwischen den Tannen. Zwischen den Hangern liegt einer. Hab ich. Okay. Schuss. Linke Seite, der läuft Schuss. Der läuft weiter nach rechts. Ich hab ihn. Schönes Ding. Da hinten kommt noch einer rangerannt. Von links. Das gibt's nicht, Alter. Also bei den Baumstellen sehe ich keinen. Da hinten liegt noch einer. Wo soll der liegen? Links von einem Gebüsch zwischen dem Flugzeug, zwischen dem Hubschrauber und dem Gebüsch. Jetzt ist er gerade aufgestanden. Kommt auf ihn zu. Ich sehe ihn. Da ja, alles klar. Ja, nice. Ja, 7 Kills haben wir, ne? Ja, und ein paar, die wahrscheinlich angezeigt werden, weil sie in der Tabelle zu weit unten stehen. Da laufen noch zwei NPCs rum. Von den Büschen wieder. Da hat sich einer hingelegt. Nur warte, ob sie stehen oder liegen. Zwei Stück. Ich sehe sie auch. Da wetzt da noch rum.
Die sind in den linken Wald gegangen. Ich sehe sie noch. Da läuft einer bei der Tür vorne. Oben kenne ich eigentlich nur vom Battlefield von früher. Oh, ich habe ein Kreuz zerschossen. Ich hab's gerade auch gesehen. Von links, links. Da ist ein Schänder. Links, von links kommt einer. Oh. Links von der Scheune. Der ist relativ nah bei uns. Ich sehe ihn, ich bin da. Da ist einer lang gelaufen auf jeden Fall. Ich habe einen Feldweg. Guck weiter, Gas hat. Bei den Holzstämmen oder was? Ja, bei den Holzstämmen am Feldweg. Die hinteren oder die vorderen? Hinteren. Aber ich hab den einen, hab ich. Ja. Yep. Oh, ich hab ich sehe da keinen links. Wenn du mal Sniper nach links gucken könnte. Ja. Ich sehe da ganz hinten einen auf der rechten Seite der Scheune Richtung Norden neben dem Busch. Jetzt ist er hinterm Busch verschwunden. Was laufen? Läuft da einer von euch? Glaube nicht, die hellen Models sind alles Gegner in der Regel. Ich hab nur was laufen gehört. Ja, da waren Schritte auf jeden Fall. Ich bewege mich immer hin und her, das kann ich fühlen. Hinten rennt einer übers Flugfeld. Mal sehen. Ah, das ist zu weit zum Schießen. Alles zu weit weg, das lohnt sich nicht, den triffst du nicht. Aber die kommen näher. Nur Geduld. Ich schau so ein bisschen links Vorsteck auf den Wald, kannst du rein snipern. Also denn ihr haltet sie genug ab, ne? Da im Heli kommt einer gerannt. Ich seh ihn, aber lass uns ein bisschen näher kommen. Jetzt geht's ja, ne? Ich hab ihn! Ich bin der Meinung, ich hätte hier an der Waldlichtung noch was gesehen vorhin. Der ist noch nicht wieder aufgetaucht. Habt ihr auf der Rückseite schon welche getötet? Nee, nope. Oder? Ich nicht. Der ist eine Bandit hier vorne, der auch mit mir jetzt guckt. Con Julio ist das. Hinten? Okay, ich sehe den einen, wieder aus dem Wald, der ist ziemlich nah. Ich hab ihn. Das Ding. Deck mal den Obstgarten irgendwie. Ja, da rennt er wieder an der Waldlichtung. Da Richtung Norden, beim Busch. Ist Richtung Hubschrauber rennt er. Genau. Ah, ist so weit weg. Hier so im Wald, Feldweg entlang. Hab ihn. Boah, schöner Schuss. Am Ende vom Wald. Da ist gerade aufs Flugfeld gerannt, einer von dort, ja. Weit, hier hast du was gesehen? Hinten im Wald. Guckt auch ruhig, die rennen nah an der Mauer entlang teilweise. Mal auch verschick. Hinten die Mauer abgucken. Schüsse. Was war das für Schüsse? Die kommen von rechts, von da hinten. Von Nord, von Nordosten. Worden? Überfahren worden. Oder gecrashed. Crash, mal gucken. Eins. Da ist auch, wieder hat eine Hupe getötet. Hupen! Müsste der Kopf geplatzt, weil es zu laut war. Wo kamen die Schüsse jetzt an? Vom Dach wahrscheinlich, von der PKP oder so. Wie gesagt, das Spiel betreiben wir jetzt einfach ein bisschen, bis wir mal 2-3 Minuten Ruhe haben und dann versuchen wir mal vorzustoßen. Ich hoffe, ist ja schon gut was weg jetzt. Ich finde sie nicht klar. Meiner müsste schon längst blau angelaufen sein. Ich bin die ganze Zeit am Luft anhalten. Ich vergesse dann immer loszulassen. 12 schon weg. Das kann doch nicht sein. Ach, oder ich kenne das Auto.
Ja, der gute Neref geht ja ein bisschen häufiger drauf. Wo wir dabei sind, ich hab vergessen, wo man hält. Haha, gerade einer. Was mich noch ein bisschen schockiert ist, von den Hangars haben wir gar keinen Gegenwind bisher bekommen. Ne, da ist ruhig. Nein. Da ist ruhig. Da werden wir bestimmt, da werden wir bestimmt noch den einen oder anderen töten müssen. Oh, da ist wieder ein neuer. Den kenne ich noch gar nicht. Das ist ein paar neue, habe ich gerade gesehen. Auch ein deutscher, ja. Villas Z. Ja, gut. So, guckt mal hinten noch mal ein bisschen um die Bäume herum, die Mauer entlang und dann gehen wir mal weiter nach vorne. Die beiden, die gerade nach hinten gedeckt haben, bleibt ihr dann mal hier bei der Scholle noch, ihr rückt dann später nach. Jo. Eure Aufgabe ist hauptsächlich nach Norden und Westen zu decken von hier aus. Ist da einer mit der DMR hinten? Ja, ich. Gut. So, dann mir nach. Auf nach Norden, Westen. Nein, machen wir eine Linie beim Gehen. Wo bist du denn? Wo ist er denn? Er ist einer, der so behindert geht, wie alle anderen in Arma. Da hat mir gerade eine Taste die Luft anhalten, die habe ich vergessen. Shift. Jetzt? Shift. Ah, Entschuldigung. Jetzt habe ich euch doch tatsächlich aus den Augen verloren. Einfach in Richtung Osten gehen wir. Wir sind die Schlange. An der Mauer lang. Links, genau. Links. So, mal kurz stoppen. Ah ja, alles klar. Zielt mal. Sehe nichts, so, Hangar sieht noch aus. Nichts. Was glaub, mit dem Militärkipp da hinten? Ist da was? Das ist zu weit kannst du eh nicht schießen. Also du siehst rund 1000 Meter weit. Wie gesagt, ja. Bis 6-7 Millimeter kannst du effizient schießen. Mit der DMR drüber hinaus ist sie unpräzise. Alles klar. So. Gut. Jetzt seht ihr links dieses direkt vor uns links bei circa 330 Grad. Ein gelbes Gebäude. Das ist das, wie gesagt, was wir Schloss nennen. Weiter im Norden, hinter dem zweiten Windrad, ist nochmal ein anderes gelbes Gebäude. Das heißt gelbes Haus. Okay. Nur, dass es da nicht zu Verwechslungen kommt. Auf dem Dach jetzt links von uns beim Schloss sind auch NPCs. Die versuchen wir aber dann von gegenüber vielleicht runterzuholen. Mal gucken. Der eine da sind jetzt so viele Bäume dazwischen. Ja. Einfach hier gibt's kein Freischussfeld. Ja, da wurde einer mit dem MG umgemäht. Bei der NPC. Ja, ja. Da hat er mir schon fast gedacht. Noch nicht, Alter, dieser scheiß UAZ verschwindet jede vorne im Nebel, wenn ich ran bin. War nebliger. Ist ganz schön neblig da hinten. Naja, das ist heute. Haben wir ideales Wetter rausgesucht, auf jeden Fall.